Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren klitzekleinen Ründchen Minecraft. Ach, sieht's hier nicht schön aus? Warte mal, so wie das. Das Schaf in den grünen Wiesen. Ist das nicht schön? Also, wir haben hier letztens da oben haben wir gebaut. Aber das ist noch so ein bisschen doof, weil man kann nicht wirklich richtig runter... nicht wirklich runterschießen. Weil man natürlich nicht hier über die Zäune kommt. Das überlege ich hier gerade mal. Einfach das hier mal so zu machen. Mal kurz wegmachen. Da muss ja auf jeden Fall der Klotz muss ja bleiben. So. So könnte man wenigstens von hier oben dahin schießen, wenn sie uns belagern. Das wollen wir ja eigentlich. Genau so wollen wir das. So. Wie machen wir das jetzt? Wollen wir da jetzt dann wirklich so... Also hier brauchen wir auf jeden Fall Zaun. Sonst kommen die nämlich hier rum. Vielleicht machen wir es einfach wirklich so. Pam. Warum denn nicht? Wir machen es einfach so. Ist jetzt vielleicht nicht... Ich weiß nicht. Wollen wir es so machen? Da muss man halt aufpassen, dass man nicht runterfällt, ne? Aber das müssen wir sowieso. Wir können natürlich jetzt hier mal mit den Dingern noch arbeiten. Ne, das sieht jetzt mega scheiße aus. Mach die wieder weg. Hm. Das Problem ist, wenn ich hier jetzt mit normalen Klötzen arbeite, dann müsste ich noch insgesamt noch mal eins höher gehen. Und dann wird mir das hier zu hoch. Das ist ja immerhin ein Bauernhof und keine Burg. Verstehen Sie? Und das Problem ist, wenn ich die jetzt hier wegmache, dann können die jederzeit hier hochhüppen. Aber von, wenn ich die jetzt, wenn ich das jetzt mal dahin mache, dann ist mir das zu klobig. So kommt da jetzt keiner hoch, ne? Auch hier nicht? Hm, doch. Shit. Ja, aber warte mal. Wenn ich das mal jetzt kurz noch mal weiterdenken darf. Wir machen das so, ja? Und dann hier so. So. Dann geht das doch sogar auf hier. Dann sieht es nach Burg aus und wir können hier runterschießen. Und es kann keiner reinhüpfen. Ich glaube, so machen wir das. Sorry, ich muss mal kurz husten. So, pass auf. So. Hier müssen wir komplett zumachen, sonst kommen sie ja hier rein, die blöden Viecher. So. Das da weg. Pfeil, erschreckt mich nicht so. Den Klotz müssen wir ja hier lassen. Wieso habe ich den Klotz? Wieso? Wo habe ich denn jetzt diese Falltür hin? Falltür. Da ist sie doch. So. Den müssen wir ja auf jeden Fall lassen, wegen der Falltür. Gut. So, so und so. Jetzt können wir uns auch hier drauf stellen und eventuell da noch irgendwelche Leutchen abschießen und so. Das geht schon. Das ist jetzt schon gut. Ja, da können wir heißen Teer können wir da über die Feinde ergießen, dass die sich in ihrer... dass die rum... Also jetzt bin ich hier drauf gegangen, jetzt komme ich ja nicht mehr hoch. Hoffe ich. Also hier auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Sehr gut. Weil hier spawnen auf jeden Fall irgendwelche Märchengestalten. Aber schön sieht's von hier oben aus. So, wie komme ich jetzt da wieder rein? Nie wieder. Ich muss nach unten springen. Super. Wo kriege ich am wenigsten Damage? Nirgendwo. Wahrscheinlich... Warte, ich probier's. Ah, naja. So, noch mehr Eier. Her mit meinen Eiern. Wir müssen dann auf jeden Fall Weizen abbauen. Wir wollen ja den Weizenkerker ein bisschen erweitern. So, da sind noch XP-Pöbelchen. So. Ach, ist das hier malerisch? Ich finde das so toll, auch mit den Wolken da oben. Nur der Regen ist noch ein bisschen boogie. Den sieht man irgendwie nicht mit dem Texture Pack hier. Oder mit dem Shader eher gesagt. So, und eigentlich müsste ich ja hier... Habe ich noch eine Falltür? Nee, ne? Normal müsste ich hier auch eine Falltür hinmachen. Und hier unten müssen wir auf jeden Fall noch einrichten. Wir haben hier zwar eine geile Bücherei, aber sonst ist hier auch noch nichts drin, ne? Und ich wüsste auch nicht, was wir hier vorne hinmachen sollen. Weinkeller oder sowas. Das wäre eigentlich geil, wenn man so Fässer dahin machen würde. Aber ich kann, man muss mir überlegen, wie man Weinkeller... Wenn einer eine Idee hat, wie ein Weinkeller aussehen könnte, dann ja, naja. So, da dürfte alles okay sein. Ja, das ist super hier. Finde ich immer noch geil. Hier hinten kommt man zur Technik. Das ist Technik. Die Technik. Naja.
Müsste man eigentlich noch eine Tür oder sowas hier hinklatschen. Habe ich aber jetzt nicht dabei. So, da oben ist die Kanalisation. Die müssen wir auch mal weiterbauen. Da habe ich auch schon bestimmte Pläne. Wir haben ja einiges zu tun, sage ich euch. So. Dann gehen wir mal da durch. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Genug hier in alten Zeiten rumgeschwelgt. Jetzt, was wollte ich denn machen? Das mal von unten betrachten und Weizen abbauen. Ich habe ja... Ja, das sieht doch schon, das ist doch schon besser so. So kann man es schon lassen. Meiner Meinung nach. Ich bin schön. So. Wie gesagt, wir müssten eigentlich Weizen abbauen, um da den Weizenspeicher voll zu kriegen. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch. Weil dann werden wir da drüben mal noch die Mühle einrichten. Die muss auf jeden Fall eingerichtet werden, weil die haben wir, das haben wir jetzt in der vorletzten Folge, glaube ich, mal schon gesehen. Da haben wir schon ein bisschen angefangen, aber so wirklich was gemacht haben wir hier noch nicht. Ne, so ein bisschen was. Und da oben ist... Hier ist komplett leer. Da kann man hier so ein bisschen... Da müssten Fenster rein oder so. Sieht man den Wasserfall von hinten. Und hier ist natürlich der Hebel. Der müsste natürlich nach da vorne irgendwie verlegt werden. Dass man dann auch sieht, was man macht. Weil da kann man ja den Strom umleiten, dass er dann übers Mühlenrad läuft. So wäre die Mühle jetzt quasi aktiviert. Das Bump-Mapping funktioniert wieder grandios. Das Lustige ist, dass hier dann sogar immer mal Monster angespült werden. Naja, gut. Also da müssen wir auf jeden Fall was einrichten. Das können wir dann machen. Und in der Kanalisation würde ich gerne weitermachen. Und eigentlich könnte man hier noch weiter irgendein Gebäude hinbauen. Wenn ihr eine Idee habt, was für ein Gebäude hier hinkommt, dann sagt's bitte. Ich weiß es nämlich nicht. Bäckerei oder sowas könnte man da hinbauen. So, jetzt. Hier würde ich nämlich gerne weitermachen. Da. Und da müssen wir nämlich ganz tief nach unten graben, weil eigentlich habe ich nämlich vor, dass... Pass auf. Das hier endet nämlich hier sozusagen. Und er gießt sich dann quasi hier ganz nach unten in einen Wasserfall. Das muss nämlich ziemlich tief sein, weil wir müssen mit der Kanalisation auch noch unter der U-Bahn unten drunter durch. Und hast du nicht gesehen? Also da müssen wir ziemlich weit runter. Aber ich muss ja nochmal eräutern. Du hast Euter gesagt. Erörtern. Wie weit wir da runter müssen. Ich weiß es nämlich nicht. Weil in dieser Richtung hier. In dieser Richtung, wo wir uns jetzt gerade hingraben. Da entsteht ja nämlich dann hoffentlich bald mal die U-Bahn. Wenn die mal einer bauen würde. Und die ist ja auch schon ziemlich tief. Nicht wahr? Das heißt, entweder müssen wir da um die U-Bahn herum oder nach unten. Ich weiß es selbst auch noch nicht. Aber irgendwas müssen wir machen. Auf jeden Fall gibt es hier wieder einen Haufen Erde zu holen. So. Ich will hier gerade schon mal ein bisschen den Grundstein legen. Obwohl ich das jetzt eigentlich gerade gar nicht... Was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte doch eigentlich gerade was ganz anderes. Ich bin so leicht abzulenken. So. Ja, also hier wird es dann nach unten gehen. Das heißt, hier würde dann da, das würde dann ganz weit nach unten gehen. Ich weiß noch nicht, wie weit, aber wie weit wirst du gehen? Aber es würde weit nach unten gehen. So, sag nochmal, 3 breit würde es nach unten gehen. Und dann habe ich mir auch überlegt, dass man da vielleicht auch so Zylinder anbringen könnte, mit denen man dann die verschiedenen Wasserströme dann quasi so ein bisschen verstellen kann. Verstehst du? Das soll eine richtige Kanalisation geben, so mit Einstellmöglichkeiten, dass man sagen kann, okay, jetzt läuft der Kanalisationsarm, läuft jetzt irgendwo anders hin und der Kanalisationsarm läuft dorthin. Und durch die Kanalisation soll ja auch alles irgendwie so ein bisschen miteinander verbunden werden, dass man da so quasi kleine Geheimpfade hat, mit denen man dann durch die Welt reisen kann. Ähnlich wie in meiner Let's Show-Welt, wenn du es noch nicht gesehen hast. Nee, da hatte ich überhaupt keine Kanalisation. Das erzähle ich denn da, aber ich habe da kleine Geheimwege in der Let's Show-Welt. Mit diesen Geheimwegen komme ich quasi überall hin. Warum ist da eine Spinne? Ich höre sie doch. Irgendwo muss hier eine Höhle in der Nähe sein. Oder ist draußen schon wieder dunkel? Nee, draußen ist nicht dunkel. Hä? Wieso ist da eine Spinne? Am helllichten Tag, was machst du hier? Geh zurück!
noch mehr Spinnen. Was ich glaube, ich spinne. So, ich darf jetzt bloß hier nicht so weit runter, weil sonst ersaufen wir, weil das geht schon ziemlich tief runter. Das haben wir nämlich damals mit so einer Sprengmod hier reingesprengt und da geht es ziemlich tief runter. Und ich habe das schon ausprobiert, da kommst du so einfach nicht mehr hoch. Da ersäufst du jämmerlich. So, also ich will mal so ungefähr überlegen, wie tief das dann da sein soll. Es soll schon tief sein. Soll schon tief, das kann schon tief runtergehen. Doof ist nur, dass ich das jetzt ausgerechnet hier abgrabe, dass ich da nicht mehr hochkomme und da ist ja der Ausgang. Naja. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Koppelstein. So, dafür sowas ist natürlich die Dings ganz gut, diese Spitzhacke, die wir da haben, die Enchanted, diese Effizienz und Haltbarkeit. Für sowas ist die eigentlich gedacht und nicht so für popelige kleine Plätze abbauen. Da müssen wir so eigentlich ein bisschen, ja, ich sag mal, aufsparen und so. Ich hänge hier mal eine Fackel dran, weil weiß ja, wie es ist, nicht wahr? So, drei, nee, ich würde noch, ich glaube, ich würde beinahe noch weiter runter. Ich weiß es nicht, wie weit, aber vielleicht so? Ja, mal gucken. Das wird auf jeden Fall tief. Und es wird eine Kanalisation. Da freue ich mich schon drauf, irgendwie. Aber eigentlich wollte ich die jetzt gerade gar nicht anfangen. Ich wollte ja eigentlich, die Mühle einrichten. Und diverse andere Dinge machen. Naja. Was wollten wir eigentlich? Was wollten wir denn ganz am Anfang, ne? Hier, diese Aufnahmesession. Das ist ja immer noch dieselbe Aufnahmesession wie von vor, ich sag mal, zwei, drei, vier Folgen. Und da wollten wir doch irgendwas machen, wo ich dann gesagt habe, ach, wir gehen mal kurz ins Bauernhaus und holen uns Essen. Was wollten wir denn da machen? Ich hab's voll vergessen. Und warum ist die Musik aus? Hallo, Musik. Einfach mal so. Leerer Platz da hinten dran. So, sehr melancholische Musik nun. So, also wir können uns mal hier zur Mühle durchgraben. Und da, in diese Richtung, soll ja noch eine Monsterfalle entstehen. Und das sollen aber dreierbreite Wege werden. Dreierbreite Wege, dreierbreite. Oh. Okay, wir müssen uns hier mal kurz einen Schleichweg rüber bauen. So. Da haben wir noch abgeschottet. Und hier ist doch Horst, der, der Kerkerwärter. Jetzt hört mal auf, da oben rumzukrabbeln. So, was haben wir da noch drinne? Nix. Ja, wir können uns natürlich hier, wir haben ja hier dabei, so, Eisen. Machen wir uns zwei? Ach, erstmal eine. So, ich will jetzt nicht so lange hier unten verweilen. Ich möchte ja nicht, dass es so langweilig wird hier unten im Kerker. Mann, ist mir warm jetzt hier, ey. Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr zockt und der Rechner läuft? Da heizt das Zimmer ja ungemein auf. Das ist ja echt Wahnsinn, wie heiß es dann hier drin wird. Und auch für die Arbeit muss ich ziemlich viele Rechenleistungen beanspruchen, wenn ich dann als ja, CAD-Programme benutze und Bilder rendere und so weiter und so fort. Da wird es hier drin heiß, das kann ich euch sagen. Jetzt muss ich erstmal zählen. 1, 2, 3, 4. Okay, dann ist das hier. 1, 2, 3, 4. Und hier fängt dann erstmal die normale Wand an. Okay. Ja, und wie macht ihr das an so heißen Tagen? Also hier steht die Luft drinne. Das ist echt Wahnsinn. Boah. Ich sitze hier gerade nackt vorm PC. Ne? Nur, dass ihr euch das mal bildlich schön vorstellen könnt, wie ich hier aufnehme. Natürlich nackt. Mein Adams Hintern, oder wie das heißt, der sitzt hier schön auf dem Sessel und gräbt sich eine Kuhle. So. So. Natürlich sitze ich nicht nackt vor dem PC. Das mache ich natürlich nur, wenn das Vibesbild anwesend ist. So, oben laufen viele Monster rum. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. So, und ab hier würde dann... Ich weiß nicht, wie hoch. Es soll ja eine Kanalisation sein. Die ist ja schon etwas tiefer. Die soll ja auch nicht auf der Höhe sein. Die soll ja eigentlich weiter unten dann anfangen. Und
eigentlich hätte ich das dann auch gern ein bisschen anders. Ich weiß bloß noch nicht wie. Das muss ich mir noch überlegen, wie das hier funktioniert, aber auf jeden Fall geht dann diese Richtung, Richtung Monsterfalle. Und hier aber soll es auf dieser Höhe diese Krabbelspinne da oben, ne? Also das geht auf jeden Fall dann schön tief weit runter, wahrscheinlich noch ein bisschen weiter, als es jetzt ist. Und dann fällt das Wasser hier unten rein und ist dann auf der Ebene und fließt dann nach da hinten ins Meer. So, und da müsste ich jetzt dann eigentlich... Das muss aus der Ebene kommen. Ich glaube, das lasse ich sogar aus der Ebene. Es kommt auch aus der Ebene und... Na, mal gucken. Wenn ich da hochgehe, was kommt denn dann da? Wie hoch ist denn das jetzt hier? Kommt dann da schon das Gravel? Nee, guck mal. Brunnen. Das hier ist Boden. Das heißt, hier ist Gravel, Erde. Das ist der Stein. Das heißt, da ist Gravel. Ja. Na, ich glaube, ich gehe dann da lieber nochmal ein bisschen runter. So, aber hier bleiben wir auf dieser Höhe erstmal. Was war das? Das hat sich nach einem hier Dingens angehört. Hallo Spinne, lass dich in Ruhe. Finde ich gut, dass du mich in Ruhe lässt. So, da müssen wir auf jeden Fall zur Mühle. Auf jeden Fall, auf alle Fälle müssen wir hier zur Mühle. Ich werde mal die Fackel austauschen und hier hinstellen. So. Denn die Mühle muss natürlich auch angeknüpft werden. Und vielleicht graben wir uns da auch, wer weiß, noch irgendwie unter den Berg durch in andere Gefilde. Und dann haben wir ein Kanalisationsnetz, was ewig weit irgendwo hinführt. So. Plop, 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 plop. Jetzt müssten wir bloß wissen, wie weit wir dann hier rein müssen. Und wohin vor allem. Also wo kommt die Toilette hin in der Mühle? Also auf jeden Fall, ich glaube draußen regnet, so wie sich das anhört. Also in-game jetzt. So, sind das jetzt auch schon vier? Eins, zwei, drei, vier. Ja, super. Okay. Das heißt, eins, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Das muss alles weg. Dass wir einen schönen quadratischen Raum haben. Also die Grundfläche. So. Das muss dann alles noch ausgekleidet werden mit Cobblestone und so weiter. Das ist auch eine richtig schöne Atmosphäre von Dings gibt hier oben. Die Decke muss alles reingezimmert werden. Da würde ich eigentlich direkt bis in das Gravel gehen. Das Problem ist dann nur, dass mir dann eine ganze Zeit Gravel auf den Kopf fließt. Und andererseits ist ja auch so eine Kanalisation nicht hoch. Aber hier ist ja immerhin die zentrale Schaltung der Kanalisation. Die könnte ja schon etwas höher sein. Und der Horst hat ja hier dann um die Ecke auch seine Behausung. Der Wärter der Kanalisation sozusagen. Den müssen wir dann auch eine etwas größere Behausung bauen und möglichst auch nicht unterm Bauernhaus, so wie wir das momentan haben. Den würde ich dann gerne hier irgendwo... Irgendwo würde ich den gerne hier dann so eine kleine Basis einrichten. So. Auf jeden Fall müssen wir hier einiges ausheben. So. Zombie. Wir stellen hier erstmal Fackeln hin, bevor hier irgendwelches, ja, ihr wisst schon, ihr hört's ja, ihr hört's ja schon. So, und das muss eigentlich alles hier, das muss alles ausgehoben werden, ne? Da, Skelette fallen auch runter. Ich glaube, es ist wieder Tag. Es hört sich so an, als würden die verbrennen, oder sie sind ins Wasser gesegelt. So. Da muss dann das da rein. Und wie weit müssen wir gehen? Ich weiß es nicht. Sind wir schon weit genug? I don't know. Ich glaube, das könnte von der Entfernung her stimmen. So. Blub, blub, blub. Wir können ja hier erstmal zum Horst nach Hause gehen und können ein bisschen Gerümpel abladen. Ich frage mich, warum ich immer so nah ans Mikrofon rangehe. Ich stecke mir mit der Nase im Popschutz drin.
So, 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 so. Einfach so ein bisschen Gerümpel abladen. Ach, guck mal, Eisen haben wir auch aufgesammelt. So. Ba, 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 ba. So. Darum. Moment, ich muss mal kurz was nachschauen. Oh. Das wollte ich eigentlich da, das ist Gebermusik. Da la 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 la. Das ist eine schöne Musik, aber da ist leider schon ein Monopol drauf. Ich habe gedacht, das wäre freie Musik, deshalb habe ich ein bisschen die Playliste reingemacht, aber es ist doch nicht frei, die Musik. Die Ukulele-Musik. Ach, ist sie nicht schön. Ich weiß gar nicht, darf man 30 Sekunden Musik drin haben? Also egal von was, 30 Sekunden lang, war das nicht irgend... Gab es da nicht eine Regelung? Ich weiß gar nicht. So. Das machen wir hier noch kurz und dann da noch kurz und dann haben wir es auch schon. Ja gut, das müssen wir ja da oben alles noch auskleiden mit Koppel. Das muss dann ja drüben den Stil von drüben haben. Wie haben wir es denn da? Wie hoch ist denn das da? Ja, da ist es nämlich nicht so hoch. Aber die Decke müssen wir ja eh nach oben eins ausbauen. Also wir können jetzt direkt dann da anfangen, die Decke auszubauen. So. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Was wir hier schon gemacht haben. Ihr müsst euch mal die ersten Folgen angucken, wie es hier ausgesehen hat und wie es jetzt aussieht. Das ist echt schon... Wow, ich habe das letztes Mal angeguckt und habe gedacht, boah, Wahnsinn, wie es hier vorher aussah. Und ich finde das immer beeindruckend. Wir haben uns die Natur zwar so ein bisschen untertan gemacht, aber sie ist auch schön geworden, so wie sie jetzt ist. Also mir gefällt es echt, unsere Map gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Guck mal, da ist noch Kohle, 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 Kohle. Blub, 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 blub. So. Jetzt müssten wir halt wissen, wie weit wir sind. Guck mal, wir sind jetzt hier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Klötze vom Brunnen weg. Oder sagen wir mal, also hier ist jetzt 28, der zählt ja schon zum Brunnen. 27 meine ich. So. Jetzt ist es draußen hell oder dunkel oder was? Wo ist denn der Aufstieg? Hier. Willst du mich verarschen? Ist doch hell. So, hopp. Nein, 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 nein. Ah, Mann. Ich hab aufs Inventar gedrückt. Ich hab's aufs Inventar gedrückt. Und da hinten steht noch einer. Ich hasse die scheiß Creeper. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ich wollte auf Rennen drücken und ich habe aufs Inventar gedrückt. Und da hinten steht einer rum. Das, ich fasse es nicht. Warum hier ist hier so wie der Creeper? Ich hasse euch. Ich hasse euch. Das gibt's doch nicht. Verdammte Scheiße. Ach, das ist echt ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Jedes Mal muss ich hier den Rasen neu besprenkeln, weil die mir alles in die Luft sprengen. Mann, und wie tief gleich. Oh, und ich hab versucht, auf Rennen zu drücken. Ich habe auf E gedrückt. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Ich drückte auf E. Ich war verzweifelt. Nun schaut euch unsere Landschaft an. Das ist doch jetzt zum Kotzen. So. Sind die schönen Blumen sind weg. Die schönen Blumen. Die Margariten und die Gänseblümchen. Mann. Nein. Scheiß Creeper. Schönes Bumpmapping. Scheiß Creeper. So, wie viel waren das jetzt? 27. Mann, ey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, es sind auf jeden Fall weit genug drinne, dass wir hier sogar sagen können,
dass da ein kleines Toilettenräumchen entstehen könnte. Ne, da würde ich das gerne hängen lassen. Dann räumen wir das mal hier weg. Mann, ey, die scheiß Creeper-Penner. Da sind die Blumen. Die müssen wir gleich wieder einpflanzen. Ach, da drüben hat er sie weggesprengt. Das gibt's nicht. Der Penner. Mann. Ha, die haben wir so schön eingepflanzt. Blöder Mann, Mensch, da Kack-Creeper. So. Immer der dunkle Wald hier um die Ecke, den müssen wir mal echt, also, das, naja, war eine sehr schlaue Idee, da so einen dunklen Wald hinzubauen. So, Holz. Weg damit, da, weg damit, so. So. Und dann können wir hier so ein kleines Toilettenräumchen errichten. Keine Ahnung, wie groß ist denn so eine Toilette? Viel mehr ist es doch eigentlich nicht. Das da eben stand ich auf dem Schlauch. So. Vor lauter Husten, ey. So, wie ist denn das jetzt? Also wenn ich jetzt hier runtergehe, dann kommen wir natürlich direkt... Nee, genau, da sind wir eins daneben. Irgendwie haben wir uns da leicht verschätzt. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich hätte es sogar lieber, wenn es hier wäre. Hm. Ah, meine Nase juckt. Die Nase juckt. Das kann ja auch um die Ecke laufen. Das ist ja auch kein Problem. Dann machen wir hier nämlich die Toilette hin. So. Ich muss kurz niesen, das gibt's hier nicht. Moment. So. Dankeschön. Ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich alle Gesundheit gesagt habt. So. Und ich würde sagen, Endcard. So, und was war das hier für eine Folge mit Explosionen und so weiter und so fort. Da haben wir es wieder, die scheiß Creeper sprengen uns alles in die Luft. Die blöden Penner, die sollen sich mal eine gescheite Arbeit suchen und nicht hier die ganze Zeit rumlungern und uns alles kaputt sprengen. Was soll das? Wer kann nur so leben? Ich verstehe es nicht. Creeperland ist wieder hier, das hat die alle Ehren. Was, wie, was, was soll ich sagen? Irgendwie was mit Namen und Ehre gemacht und ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt laber ich ganz viel Scheiße und sag ganz, ganz schnell Tschüss, bevor es zu peinlich wird. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei. Bis dahin. Bye, bye.